Ja, hallo zusammen zur letzten Folge für diese Woche. Freitag müsste sein, wenn diese Folge kommt. Ja. Kommt ihr? Na gut, dann komme ich zu euch. Ihr wollt mir auf den Sack gehen, oder? Kann das sein? Eben raus aus dem grünen Zeus. Ja, wollt mich zu schießen. So, da kommt der Arsch gleich raus. Das war der Bauernhof, den ich da hinten gesucht habe, wo ich dann nebenbei noch andere Quests mit erledigt habe. Da kommt er ja schon. Hallo Arschloch. Nein, raus da aus dem Zeus da hier. Jetzt auch eher nicht so schwierig. Muss man jetzt mal so feststellen. Also aktuell ist das alles noch sehr leicht, finde ich. Zu leicht für meinen Geschmack. Aber gut, ich nehme es zur Kenntnis. Vielleicht läuft der Schau auch einfach nur gut. Man weiß es nicht. Wir verpieseln uns von hier. Zurück nach Homestead. So. Wo kann ich die Quest abgeben? Ich glaube hier oben oder hier irgendwo. The one you call Ulgrim has asked to speak with. Ja, alles klar. Was the auch one you call. Ja, Ulgrim. Das sagtest du bereits. Wie ich will hier hoch. This place may seem safe for now, but don't. Nee, da war es nicht. Wo waren das jetzt? Wo kann ich hier die Quest abgeben? Muss man da doch irgendwo. Hier irgendwo? Hä? Moment mal. Aha. The one da. You call. Ach, halt there was Fresse. Much commotion. I see your reputation is well earned. My scouts have reported back from the land. Okay, finde die gefangenen Bauern in Bloodgrove. The one you call. Lass mich in Ruhe. Doch, da ist jetzt was. Just the person I'm looking for. Aha. Others may disagree with me on this, but there's something I need you to do. So wie immer eigentlich. Wir sind ja sozusagen sein persönlicher, was weiß ich was. There are two other groups of survivors in the region that we are aware of, but Somer and Creed do not consider them to be of strategic value. Frankly, I disagree. They may consist largely of fanatics, but fanatics aimed in the right direction can be a powerful force. I've asked representatives from both the Order of Death's Vigil and Kaiman's Chosen to visit here and speak to us. There is some obvious animosity between the two, but perhaps we can leverage that against them. I would like you to be our representative. Speak to both of them. Learn all that you can and decide which of the two groups would prove to be of superior strategic value. I just don't see them working together, I'm afraid. Und warum sprecht ihr nicht as much mit ihm? As I'd love to play politics again, Creed demands my attention at the war table. Mm-hmm. I'm asking you to do this because I trust your judgment. Na toll. Und was könnt ihr mir über die beiden Gruppen sagen? Setting their fanatical beliefs aside, both groups have valuable resources at their disposal. Kaiman's Chosen may be religious zealots, but they are surprisingly well trained and should make formidable allies in battle. The Order of Death's Vigil. Their powers over death send chills down my spine. But they are powerful mages and used to facing the world's terrors. I won't lie to you. It's not an easy decision. Okay. Wir werden uns das angucken. I have come to represent Kaiman's Chosen, as the one you call Ulgrim has requested.
Bruder Moltaire, auserwählter Kymon zu deinen Diensten. Dennoch frage ich mich, warum du auch diese Nekromantenabscheulichkeit mitgebracht hast. Was könnt ihr mir denn über Kymons Auserwählte erzählen? Wir sind die Auserwählten von Vater Kymon, dem gesegneten Propheten von Imperion, Wächter der göttlichen Flamme und Retter der Menschheit. So. Und was bietet ihr der Schwarzen Legion an? Wir sind gut ausgebildet und gut bewaffnet. Unsere Männer und Frauen dienen KI'ern voller Stolz und lalala. Unser Glaube stiehlt uns gegen die schlimmen Mächte, ja bla. Für die Auserwählten Streitkräfte. Und wer ist dieser Vater Kymon? Vater Kymon ist unser geistiger Anführer. Er wurde von Imperion und lalala. Durch sein Wort wird KI'ern, ja klar. Welche Art von Ausrüstung? Wir sind gut ausgerüstet in die Dämonen, die unsere Welt. Wir haben einiges, meisten Kampfstilen passt. Aber Krieger, die physisch mit Feuer jetzt kämpfen werden hier. Ja, ich glaube, da sind wir eigentlich richtig. Ich glaube, ich habe meinen. Ja. Okay. Kymon wird erfreut sein, das zu hören. Und diese Allianz wird für beide Gruppen vorteilhaft sein. Lass uns gemeinsam den Feind vertreiben. Ich muss dich bitten, unsere Enklave im Norden auf. Ja, machen wir, alles klar. So, damit haben wir das auch erledigt und haben uns einer Gruppe angeschlossen. Mehr Quests sind hier jetzt, glaube ich, auch nicht. Nope, definitiv nicht. Das heißt, wir sollen die gefangenen Bauern finden und wir sollen mit dem komischen Bruder Eluvius, sonst habe ich immer die anderen Vögel genommen, aber für Nahkämpfer, glaube ich, passen die besser. Das heißt, wir porten uns hier wieder hin. Und gucken dann erstmal nach den Bauern. Ja. Den haben wir, ne? Ja, wiederhergestellter Schrein, ja. Den haben wir. Hä, wieso komme ich jetzt nicht lang? So, schon wieder Kacke hier. Was haben wir hier unten? Vielleicht noch irgendwas? Ja, ein paar Gegner. So. Schauen wir mal, oder wir müssen auf der Nähe. Das ist hier schon richtig, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe. Ach, da haben noch ein paar Viecher. Kommen wir da irgendwie hin? Kommen wir da irgendwo hin? Ja. Hallöchen. Ist da noch Loot? Was haben wir da noch? Schnauze. Waren wir da schon drinne? Wartet mal. Ich glaube eigentlich nicht. Gehen einfach mal rein. Ach, königlicher Schwarm, das kennen wir schon. Ja, in- und auswendig. Und tschüss. Ah, da hinten könnte noch was sein, muss aber nicht.
glaube eher nicht. Ja. Hat er hier automatisch hingetan. Das ist natürlich nice. Ne, gerechter Eifer und Schattenschlag. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die sehen halt nur sehr ähnlich aus. Aha. So, ich würde sagen, dann geht's hier hoch, oder? Nee, geht's nicht. Hallo? Ich glaube, dann sind wir ja falsch. Weil hier geht's da nicht weiter. Dann stellt sich mir die Frage, wie es wo weitergeht. Da oben geht's. Ach, hau ab. Wo ist denn hier der Weg? Hallo? Das ist ja mal strange. Ja, hier geht's nicht weiter. Das sind immer so Sachen, die man da vergisst. Geht's ja jetzt hier weiter? Wie war denn das jetzt? Oder muss ich da hinten raus? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Schon 23.000 Mal gespielt und ich vergesse es immer wieder. Das könnte was werden. Ja, so kann es kommen. Aber gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt noch großartig irgendwie was zu machen, macht wenig Sinn. Nach 2 Minuten würde die Folge, wenn 1,5 Minuten, ne, das macht keinen Sinn. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Nochmal, ich weiß noch nicht, ob ich die Stream-Folgen raushaue oder nicht. Jetziger Plan ist erstmal, oder wenn da nicht irgendwie zufällig was auftaucht, dann wird der 9 Uhr Slot erstmal unbesetzt bleiben. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Grim Dawn. Tschüss.